So Leute, wir sind hier schon dran an den Aufgaben. Ich habe ja gesagt, dass ich gleich noch live komme. Einen Sommerauftrag habe ich jetzt schon abgeschlossen. Denkt dran, heute haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück nur. Die anderen kommen halt erst später ins Spiel, wie man sieht. Erst in 3 Tagen, 6 Tagen, 9 Tagen. Und was müsst ihr jetzt genau machen? Also, wir gucken uns jetzt einfach mal eine Runde an oder zumindest mal einen Teil der Aufgabe. Nämlich, ihr müsst hier unten Community-Kreation dort in den Modus rein. Einfach auf. Ja, ich mache jetzt mal auffüllen. Wir machen das ja gerade zu dritt, sage ich jetzt mal. Und dann einfach nur den Modus spielen, weil zu jeder Aufgabe jetzt was zu sagen, wäre ein bisschen blöd irgendwo, weil jeder weiß, wie man heilt und hast nicht gesehen. Macht einfach Schaden. Für alle die ein bisschen schlechter sind, so wie ich, wird das natürlich ein bisschen knifflig, denn man muss noch Headshots machen. Teammitglieder wiederbeleben, da hatte ich Glück. Das ist nämlich genau die Aufgabe, die ich schon fertig habe. Man muss 5 Wiederbelebungen machen. Also eigentlich ganz simpel. Eigentlich. Wenn neben einer stirbt und man den halt wiederbeleben kann. So, dann sieht das Ganze hier so aus. Das Ganze ist wohl mit dem Creator-Code Bio zu unterstützen. Aber ihr könnt natürlich gerne meinen eintragen. Und Tom, keine Ahnung, wie lange ich live bin. Ich denke mal, ich mache die Aufgaben, spiele ein bisschen Arena und dann war es das eigentlich auch schon. So, die Wartezeit ist natürlich immer ein bisschen nervig. Die Lobby an sich ist natürlich immer ein bisschen verbuggt, wie man hier auch gerade wieder sieht. Ich wusste genau, dass das hier wieder passiert. Aber die Aufgaben zählen, alles funktioniert. Hier könnt ihr euch dann das Team aussuchen, obwohl ich glaube, das hat keine Bedeutung. Ihr werdet einfach random in irgendein Team reingeschmissen. Mal gucken, wie wir jetzt dabei haben. Weil ich bin ja mit dem NG cool reingegangen und der lebende Spieler gehört schon mal nicht zu mir. So, wie ihr seht, es ist wieder ein bisschen verbuggt. Ah ja. Keiner ist in Team 1. Und bleibt ruhig immer in der Lobby drin. Es werden am Ende weniger. Wir waren eben am Ende von den 10 Runden nur noch bei 6 Leuten oder so. Also war eigentlich sogar angenehm. Boah, wieso ist denn die Zone hier schon bei uns? Hä, wieso sind wir denn hier so spät reingeploppt? So, und jetzt heißt es halt einfach Schaden machen, Kills machen. So ganz einfach. Zack, da habe ich schon den ersten. Sache, das Schwere, ihr seht oben links, die Aufgabe zählt, weil ich irgendwie Narzisst gemacht habe. Ich sage, das ist einfach ein Modus nur für Schwitzer gemacht, echt. Da kommen die Schutz schon wieder angeflogen. Wie gesagt, die Aufgaben erledigen sich in Anführungszeichen alleine. Ihr müsst halt wirklich einfach nur den Modus spielen. Da habe ich gedacht, ich könnte ganz schlau Kills machen. So, ihn könnte ich jetzt aufheben, wird aber ein bisschen schwierig sein hier am Ende der Runde schon. Jo. So bekommt man natürlich gerne einen Headshot. Und hätte ich ihn halt jetzt aufgehoben, das sind halt die Wiederbelebungen, ganz normal, wie im normalen Modus auch. Macht Schaden, heilt euch. Das Schwierigste, würde ich sagen, für hier die Wochenaufgaben, die jetzt dabei sind, sind eigentlich die Headshots. Weil das ist halt echt das Schwierigste in meinen Augen. Aber spielt einfach den Modus mehr, kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich denke mal, alles andere ist selbsterklärend. Jeder weiß, was ein Headshot ist. Jeder weiß, was Wiederbelebung ist. Macht Schaden, heilt euch. Und mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Denkt dran, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Gerne auch ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Und in dem Sinne, haut rein.